Hey Freunde, was geht? Ja, das ist das letzte Video zur Mafia Definitive Edition. Und zwar wollte ich mich erstmal vorab entschuldigen wegen der Aufnahmequalität. Manche Stellen waren asynchron, manche Stellen waren so mit komischen Geräuschen. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich gucke halt immer wieder, obwohl es halt nicht heilbar ist, sage ich mal. Der PC ist halt jetzt nicht mehr der beste. Aber dennoch hoffe ich, dass ihr noch Verständnis habt. Es werden weitere Games jetzt bald kommen. Das wollte ich nochmal kurz vorab gesagt haben. Dennoch wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und nochmal vielen, vielen Dank an jeden, der bis jetzt dabei war. Das Finale wird sehr interessant. Deshalb bleibt dran. Der Niedergang der Kunst 1938. Sieh einer an. Christus ist auferstanden. Ich wollte schon den Bestatter anrufen. Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich auch nicht, so wie du dich ständig rumgewälzt hast. Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich. Sieht ganz danach aus. Ich habe nachgedacht. Wirklich? Das ist ja was Neues. Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren. Ehrlich? Arbeitest du nicht? Pauli und ich haben etwas Kohle verdient. Ha. Hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt? Sowas in der Art. Pack deine Sachen. Ich hol dich ab, muss aber erst zu Pauli. Was verheimlichst du mir, Tommy? Gar nichts. Klar, du und Pauli seid plötzlich reich und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch. Wozu Geld haben, wenn wir es nicht ausgeben? Darum geht's nicht. Du zitterst. Am ganzen Körper. Ja, du bist wegen etwas nervös. Du weißt selbst nicht, warum. Wahrscheinlich. Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauli fährst. Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht. Pauli ist in Ordnung, sorg dich nicht. Dann sehen wir uns also bald. Dann auf zu Pauli. Als wir bei Pauli waren, gab es da auch Sticker, aber. Was passiert? Immer noch hier? Ein Bild. Dann sehen wir uns gleich wieder zu Pauli.
So, und da sind wir schon. Diese Gegend geht vor die Hunde. Was ist mit der Tür? Hey, hast du letzte Nacht den Krach gehört? Nee, ich hatte Nachtschicht. Der Typ in der Wohnung über mir. Nein, was passiert? Ein 30er? Pauli? Sam, ich bin's. Tom. Wo ist Pauli? Er ist tot. Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. Zwei in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben, ehrlich. Wovor warnen, Sam? Salieri. Er weiß das mit dem Bankraub. Du steckst in der Scheiße. Du musst untertauchen. Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar, kein Problem. Soll ich zu Pauli kommen? Nein. Nein, ich muss hier weg. Triff mich bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Wir sehen uns. Und... danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du. Dann haben wir ein dickes Problem. Da haben wir ein dickes Problem, Freunde. Ich muss los. Tut mir leid. Ich rufe die Bullen. Da stimmt was nicht. Jemand sagte, es waren vielleicht Schüsse.
stehen bleiben, Tommy. Scheiße. Hey, Tom. Sam. Was ist hier los? Du und Pauli, ihr habt es mir schwer gemacht. Ich weiß, Sam. Und das tut mir auch leid, aber ich muss untertauchen. Hilfst du mir oder nicht? Du machst es schon wieder. Zwingst mich zwischen Freunden und Familie zu wählen. Danach hast du doch bei Pauli gesucht. Hier dein Anteil. Mehr als du verdienst. Sam. Du warst es? Du hast ihn getötet? Nein. Pauli hat sich selbst umgebracht. Du scheinst richtig traurig zu sein. Aber nein, ich bin gut drauf. Alles in Ordnung zwischen mir und dem Don. Ich steige auf. Und ich habe gerade diesen Haufen Geld gefunden. Der Don weiß von Frank Tom. Und der Hure auch. Der Hure? Das Mädchen, das du mochtest? Du hast sie am Leben gelassen. Das alles tut mir leid, Tom. Aber im Geschäft gibt es Regeln. Wirklich schade. Don Salieri hat dich gemocht. Wir werden beide an deinem Grab trauern. Du glaubst, du machst das aus Loyalität. Das stimmt nicht. Du hast nur Angst. Vielleicht. Aber wenn du nur ab und zu über deine Schulter geblickt hättest, hättest du viel länger gelebt. Leb wohl. Lass dich nicht leiden, Jungs. Er ist mein Freund. Oh shit. Aus Freunden werden Feinden. Na dann, wo bist du? Hier. Wer den Typen beseitigt, wird als Mitglied aufgenommen. Ja, dann. Versuch's mal. Was tust du, Sam? Geschäft ist Geschäft, Tom. Ich weiß, dass gerade du das verstehst. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Ja. Oh, wo schießen die alle? Ich muss nachladen.
Das ist unsere eine Regel. Hab ich dir. Wieso kann ich nicht auf ihn zielen? Komm schon. Boah, es sind noch jede Menge Sticker, die wir sammeln müssen, ne? Noch jede Menge. Ah, du Wichser, Alter. Oder kann man hier noch ein Midi-Dings? Komm! Okay, hier gibt's nichts mehr. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Erstmal kurz Lage checken.
Hättest du noch Respekt für den Don, würdest du das lassen? Alles so antik hier, ne? Du Arsch, Sam! Du würdest es auch tun, Tom! Mann, ich weiß, du hast es getan! Jetzt wird es ernst, Jungs! Erledigt ihn! Na los, komm! Da muss doch jetzt was kommen. Gehen dir die Leute aus? Das ist doch nicht vorbei, Tom! Interessant, dass dieser Sam auch so schnell auf die andere Seite gehen kann, ne? Auch Sam. Salieri hat uns abgezogen! Euch vielleicht! Aber mich? Ich bin bei sowas schlauer! Hier ist Endstation, Freunde! Scheiße. Ja, komm raus! Ich hab das nicht gesehen. Ich wollte mich verstecken direkt. Oh Mann, ey, das geht wieder los. Es geht wieder los, ey. Gehen dir die Leute aus? Salieri hat uns abgezogen! Euch vielleicht, aber mich? Ich bin bei sowas schlauer! Ugh.
Wieso? Ey, der ist voll verbuggt da drin, Mann. Scheiße. Rex-Steuerung. Rex-Kamera. Raus mit dir. Los, raus. Komm raus. Tom, zum Glück kann man mit Drogengeld viele Leute kaufen. Macht ihn alle, Jungs! Oh Gott. Was ist ein Endboss-Fight? Sehr schwer. Sich eigentlich nur die Pistole zu nehmen, wenn ich. Nur die Pistole lohnt es sich zu nehmen. Keine Munition? Ah, da geht's auch runter, okay. Du hast dieses Leben satt, Tom. Oh. Ich weiß es. Ich habe es seit Jahren mit angesehen. Jetzt gibt es nur einen Ausweg. Und ich bin derjenige, der ihn dir gibt. Egal wohin du fliehst, Salieri wird dich finden. Salieri wird dich finden.
Diesmal wird dich niemand zum Arzt tragen, Sam. Töte mich, aber der Don, er wird dich immer verfolgen. Lass mich leben. Ich sag Salieri, dass du tot bist. Du kannst verschwinden. Genau wie Frank. Aber du bist schlau und bleibst verschwunden. Stimmt's? Was ist passiert? Hat sich in Europa versteckt. Aber der alte Idiot hat auf Hunderennen gewettet. Wurde von einem Freund der Familie entdeckt. Und Salieri hat Leute geschickt. Und seine Familie? Gehört. Oh oh. Der letzte Gnadenstoß. Du kannst es nicht, richtig? Diese leise Stimme in deinem Hinterkopf klingt vielleicht wie deine Tochter oder Sarah. Hält dich davon ab, abzudrücken. Und du kannst dich nicht entscheiden. Mit jedem beschissenen Wort aus deinem Mund wird es leichter. Wir hatten gute Zeiten, oder? Weißt du noch, als ich, du und Polly... Das war's mit Salieris Bande. Ich weiß, das ist bestimmt nicht leicht für Sie und ich will Ihrer Familie helfen, aber ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie vor Gericht aussagen. Das verstehen Sie doch, oder? Sie müssen da oben sitzen, vor Salieri, Ralphie, Vinny, vielleicht sogar Sarahs Vater. Ich glaube nicht, dass Sie die Eier dafür haben. Ich werde tun, was nötig ist. Aber Sie müssen meiner Familie neue Namen besorgen und sie weit wegbringen. Oh, langsam. Zwischen unserem Gespräch hier und Sarah an einem sicheren Ort liegen Meilen. Ich habe wohl Ihre Zeit verschwendet. Und meine. Ich muss weg. Tom. Ich habe auch eine Familie. Eine Frau und 4 Jungen. Irische Zwillinge. Ja. Also verstehe ich, was Sie jetzt gerade durchmachen. All die Sorgen über Sie, die Angst, dass jemand von Ihnen vor Ihnen stirbt. Aber dieser Fall ist einer der größten in der Geschichte dieser Stadt. Er könnte sich über Jahre ziehen und ich weiß nicht, ob ich Sie so lange beschützen kann bei dem, was gerade passiert. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Sogar korrupte Cops. Ich bin nur ehrlich. Ich kann ein paar Kollegen trauen, aber nicht vielen. Wenn ich mich zwischen Ihnen und mir entscheiden muss, werde ich meine Frau nicht zur Witwe machen. Und Sie am Leben zu erhalten, ist auch nicht sauber, aber ich versuch's. Sie wollen mir weismachen, für Sie stünde nichts auf dem Spiel. Es geht um Ihre Karriere, genau jetzt. Egal, wie es für mich ausgeht, ob ich lebe oder sterbe, Sie können Morellos Fall knacken und einen Don einsperren. Salieri ist Ihr Vermächtnis. Sie kennen mich nicht besonders gut, Tom. Salieri gehört ganz einfach ins Gefängnis. Solange Sie mir dabei helfen, helfe ich Ihnen. Das ist auch schon alles.
Dann muss das genug sein. Epilog 1951. Vor langer Zeit, in einem anderen Leben, erzählte mir jemand, die Familie sei die Achillesferse eines Mannes. Seine größte Schwäche. Vielleicht hatte er recht. Denn alles, was ich getan habe. Winnie. Gut oder schlecht? Nein. Tat ich für die Familie. Ich habe Menschen verraten, die ich für meine Freunde hielt. Ich habe schwere Versprechen gehalten. Ich habe 8 Jahre in Einsamkeit verbracht. Versucht, mich zu finden, damit ich nach Hause kann. Als besserer Ehemann. Als besserer Vater. Als besserer Mann. Jetzt, da ich viel älter bin und ein wenig weiser, erkenne ich, dass Familie unsere größte Schwäche ist. Aber auch unsere größte Stärke. Sie lässt uns morgens aufstehen. Sie lässt uns unsere Träume jagen, auch wenn sie uns immer entwischt. Nein, bitte jetzt nicht ein... Und sie richtet uns auf. Nicht, dass jetzt erschossen wird. Wir zu müde für jeden weiteren Schritt sind. Mr. Angelo? Nein! Das ist... Das ist nicht... Das ist doch nicht Vito! Mr. Salieri lässt schön grüßen. Nein! Tommy! Den habe ich ja voll vergessen am Ende. Es ist okay. Ihr seid jetzt sicher. Ihr seid alle sicher. Vergesst nicht. Geld, Arbeit, sogar die besten Freunde kommen und gehen. Aber Familie, Familie ist für immer. Ja, Freunde, das war's. Das war's an der Stelle. Wir haben am Ende Vito Scaletta gesehen. Und mehr werde ich nicht verraten, Freunde. Wenn du es noch gar nicht gesehen hast, den zweiten Teil, den werden wir definitiv direkt danach zocken. Ich bedanke mich an jeden Einzelnen, der bis hierhin dabei war. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit dem Storygame nach langer Zeit. Klar war das nicht das Beste. Ich mache mal die Musik ein bisschen leiser, bevor ich hier Copyright wieder hier kriege. Auf jeden Fall, Moment, auf jeden Fall bedanke ich mich bei jedem Einzelnen, vielen, vielen Dank und ja, wenn du Bock hast, dieses Game auch zu spielen und mit mir auf 100% oder so hoch es geht zu grinden, dann komm doch gerne in den Stream, ich versuche so oft wie es geht bald zu streamen, werde ich aber noch ankündigen, ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich sehr gern freuen. Lasst ein Like. Ich verpleppere mich immer wieder. Lasst ein Like da, Freunde. Lasst gerne ein Abo da. Ich werde viel, viel mehr Storygames bringen. Ich wollte schon vor sehr langer Zeit schon Storygames spielen. Aber ich bin dazu noch nie gekommen, weil ich immer nur in FIFA drin war. Aber jetzt, wo FIFA wieder lange ist, wird es langsam Zeit für
Story Games. Und das nächste Game ist jetzt auch schon in Anmarsch, Freunde, wenn ihr das hier seht. Auf jeden Fall, danke nochmal. So oft es geht, möchte ich mich bedanken bei euch. Und ja, wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Macht's gut, euer Khalid ist draußen und ciao.